Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der jetzigen Folge geht es einmal mehr um das Thema Biofilter, aber diesmal um Biofilter im Winter. Ich habe wieder eine Leser- oder Zuschauerfrage bekommen zu dem Thema und deswegen möchte ich es nochmal ganz explizit erläutern. Das, was ich jetzt hier sage, richtet sich nicht an die Leute, die ihre Anlage mit immer der gleichen Temperatur fahren, sondern richtet sich im Wesentlichen an die, die ihre Anlage im Winter abstellen, warum auch immer, ob aus Frostschutzgründen oder keine Ahnung. Jedenfalls ist Folgendes: Wenn ihr eure Anlage abstellt und den Biobehälter voll lasst und das Filtermaterial drin, dann fangt ihr im Frühjahr fast bei Null wieder an. Das heißt, euer Biofilter muss sich wieder ganz neu aufbauen. Wenn ihr hingegen hergeht und macht euren Biofilter leer und lasst ihn, ich sage jetzt mal, offen stehen, dass gut Luft dran kommt, dann könnt ihr im nächsten Frühjahr relativ schnell mit einer guten Leistung oder mit einer guten Abbauleistung des Biofilters rechnen. Die hängt dann im Wesentlichen nur noch von der Wassertemperatur ab, weil der Biofilter an sich gar nicht kaputt geht, sondern einfach nur in so eine Art Ruhephase eintritt. Deshalb ist halt das Wichtigste überhaupt, das Biofiltermaterial, sobald ihr die Anlage abstellt, das heißt die Umwälzrate aufhört, zu entleeren und oder das Material rauszunehmen, je nachdem, was für euch einfach einfacher geht oder besser geht. Und in, ich sage jetzt mal, so eine Art gewebte Säcke. Es gibt aus Polypropylen so gewebte Säcke, manche sagen auch Zwiebelsäcke dazu. Und da kann man das Filtermaterial dann schön reintun, dann trocknet so ein bisschen ab, kommt immer Luft dran und das Material könnt ihr dann im Frühjahr super wieder einsetzen. Was ihr definitiv nicht machen solltet, ist die Anlage abstellen, das Wasser drin stehen lassen und das Filtermaterial auch drin, weil dann verhungert der Filter. Und dann ist es einfach so, dass die Filterbakterien kaputt gehen. Wie das genau im Einzelnen läuft, kann ich euch gar nicht mal sagen. Ich habe da leider noch keine Untersuchung zu gefunden, aber ich habe euch auch schon von meiner Erfahrung mit meiner Quarantäne berichtet. Und das ist einfach sensationell. Sobald ich die voll Wasser mache und in Betrieb setze, habe ich sofort gute Wasserwerte, weil die Bakterien sofort wieder aktiv sind. Und ja, das Gleiche kannst du halt auch machen, könnt ihr auch machen, wenn ihr so vorgeht wie beschrieben. Wenn es weitere Fragen zum Thema Überwintern gibt, dann immer bitte gerne. Vielleicht noch einen Nachsatz. Ich bin kein Freund davon, eine Anlage im Winter abzustellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Anlage einfach besser funktioniert, wenn sie durchläuft. Natürlich, wenn das Wasser kalt wird, geht die Leistung des biologischen Filters runter. Dennoch findet eine Abbauleistung statt und meiner Erfahrung nach ist es so, dass eine Anlage, die über den Winter durchläuft, im Frühjahr auch schneller leistungsfähiger ist als eine Anlage, die im Grunde jedes Jahr neu startet. Wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Thema oder zu anderen Themen, so ruft mich an, schickt mir eine E-Mail oder schickt mir eine WhatsApp und ich werde euch gerne antworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Robert Jungnischke.